Moin meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, wir haben jetzt den Saisonstart unserer zweiten Saison bei Ipswich Town. Insgesamt ist es glaube ich schon die, keine Ahnung, vierte, fünfte Saison, die wir insgesamt gemacht haben. Wir haben ein Budget von 17,2 Millionen Euro, was natürlich super ist, damit kann man gut arbeiten. Erstmal machen wir mal das hier. Die aktuelle Aktion dauert nur 11 Tage. Conor Chapman darf erstmal kommen, Fanclub besuchen. Ja, machen wir erstmal hier so die Standardsache, ne? 17 Training anschauen, U19 Training anschauen. Genau, haben wir irgendwas Neues dazu bekommen. Ein Elfjähriger. Ich finde es aber auch, muss ich sagen, wirklich cool, dass man ja auch so junge Spieler dazu kriegt. Ne? Zum Beispiel bei Football Manager sind es ja das Mindestalter ja 15. Das finde ich halt schon cool. Der hat ja schon einen Vertrag bekommen, hat er keinen Bock. Muss man noch ein bisschen warten. Nick Vamena ist Rechtsverteidiger. Haben wir hier was auf der Position? Nein, also kann er direkt hoch. Genau, da ist er 16, kann man noch warten. Aber ein guter, muss man sagen, 16 Jahre. 5,0, kurz davor stärker zu werden. Okay, okay. Und da ist er versuchen möchte, unter einem Luongo zu verkaufen. Ich werde den jetzt mal anbieten. Wir haben so viel Kohle. Ich glaube, wir machen das jetzt auch, ne? Auch gerne anbieten. Verliehene Spieler. Immer noch. Oh, jetzt habe ich noch eine Saison verliehen. Ja gut, dann müssen wir mal Benjamin Forten die erste Mannschaft tun, ne? Ein bisschen blöd natürlich, aber gut. Ist halt so. Gut, wir haben also 2 Stürmer, 2 OMs, dann 4 ZMs, einen werde ich verkaufen. Ich bin aber dabei mit ein paar zu sprechen, also ich bin dabei zu scouten, wobei wir haben einen DM. Vielleicht werde ich ihn mal nutzen, oder? Oder ich setze ihn mal auf die Transferliste und gucke mal. Dein Ernst? Der hat keinen Bock zu wechseln. Aber dass er das entscheiden darf, finde ich ein bisschen blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ganz wichtig, erstmal Torraum wollen wir verkaufen, ne? Spiel anbieten. Drei Innenverteidiger, wovon einer bald stärker wird. Ich glaube, Creswell, ne? Genau. Und ein paar Verträge, die auslaufen. Luongo. Ich verlängere mit ihm, genau. Das macht eher Sinn. Und dann kann man ja mal überlegen, ihn zu verkaufen. Harry bleibt auf jeden Fall. Christian Walden eigentlich auch, oder? Wobei, da würde ich auch noch lieber abwarten. Vielleicht nutzen wir das Geld auch mal, um einen richtig starken, jungen Keeper zu holen. Dann wäre Walden so unser Ersatzkeeper. Wir rotieren viel, ja, genau. Dann wollte ich ja bei unserem erstmal gucken hier beim Headquarter, wie gut wir eigentlich hier die Mitarbeiter, also wie gut unsere Mitarbeiter sind, so. Wir brauchen. Ah, okay, ein Koch, genau, ein Restaurant. Restaurant. Ist auch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, wenn man einen guten Koch hat. Auch wichtig für die Ernährung der Spieler. Wo finde ich das? Toiletten. Reha-Klinik, Kantine, Restaurant. Erlaubt die Einstellung eines Koch oder Köchin? Machen wir doch mal hier direkt so, ne? Wo ist denn der Eingang? Ich bräuchte wirklich mal so die Info, wo ist der Eingang? Ja, jetzt tu es mal hier hin, oder? In der Nähe von all dem hier, in der Nähe vom Jugendinternat. Machen wir. Natürlich gehen 2,5 Millionen vom Budget weg, aber werden, wie gesagt, noch ein paar Spieler verkaufen. Nein. Ja, gerne. Gerne. Nein. Ich habe es vergessen, die anderen Mitarbeiter anzuschauen, egal. Erstmal Spieler verkaufen und dann gucken wir weiter. Das ist das Wichtigste erstmal natürlich, ne? So, wir müssen hier wieder ein bisschen über Unterzahl auf einem guten Niveau bringen. Machen wir mal 4 Tage lang. Und dann einige Tage, also 3 Stück an der Zahl über die Außen. Die Angriffe üben. Dann, wie sieht es denn hier aus? Ja, alle müssen eigentlich konditionell. Das machen wir ein bisschen auf Trab gebracht werden. Machen wir richtig stark, ne?
So, die Eintrittspreise bleiben so wie die jetzt. Wobei, die können wir ein bisschen höher machen, oder? 4 Euro mehr. Zuschauerschnitt war ganz gut, muss man sagen. Vielleicht, wenn wir mehr Erfolg noch haben werden, die Rückrunde ähnlich gut sein wird, hoffentlich wie die Hinrunde, dann ist da auf jeden Fall deutlich mehr Potenzial drin. Luke Towler. So, wir spielen gegen. Hallo? Sind wir denn da? Wir müssten doch auch da sein, oder? Hallo? Können die das nicht irgendwie grafisch untermalen, damit man das besser sieht? Naja, will ich es halt nicht. Carabao Cup. Da. Hier sind wir dabei. Okay, komisch. Gegen die Bolton Wanderers. Direkt mal ein starker Gegner. Ist zwar ein Drittligist, aber ein starker Drittligist. So, zweite Mannschaft. Langsam aufbauen. Ausstiegsklausel kannst du dir abschminken. Kriegst dafür mehr Gehalt. Ja, super, hat den direkt angenommen. 100.000, 2031 ist in Ordnung. Supi. So, Luongo wollen wir jetzt anbieten. Da gibt es keinen in der zweiten Liga. Zu schwach. Zu schwach. Nee. Machen wir mal in England. Oder vielleicht in Schweden mal wieder hier, ne? Wie wäre es denn mit. Ich hab. Die brauchen ihn sogar so einen. Okay, die haben zu wenig Transferbudget. BK Häcken hat auch zu wenig. Schade. Hätte klappen können, seht ihr. In Polen. Auch zu wenig Transferbudget. Ja, man muss einfach die großen Länder nehmen. Eine Transferbudget 121 Millionen, alles klar. Ich schau mal lieber hier Stoke. Dein Ernst? Komm, auch ein bisschen weniger fertig. Dann gehe ich halt so weit runter, wie es geht und fertig. Allzu viel kriege ich es eh nicht für ihn. Also scheiß drauf. $230.000 fertig. 34-jähriger ZM ist weg. Dann Sam. Sollte doch, oder? Ach so, Sam hat keinen Bock. Alles klar. Auch nur Ansprüche herstellen in sein Alter. Ja. Sehr gut. Oh, da kriegen wir sogar noch gut Kohle für ihn. Sehr schön. Ja, perfekt. 900.000 Euro noch. Damit ist auch er weg. Benjamin Ford kommt in die erste Mannschaft. Spieler stand im Stau. Ja, würde ich jetzt auch sagen. So, der Bursche ist auf jeden Fall doch jetzt hoffentlich interessanter und einfacher an den Mann zu bringen. 8,8. Der KSC. Ja, sehr gut. 4-4. Okay. Sebastian Freis hat mir fast ins Gesicht gespuckt. So unverschämt fand er das Angebot. Nee, ich werde dich lang. Du wirst deine Einsätze bekommen, genau. 2032. Dann komm schon. Naja. Nehmen wir. Freundschaftsspiel vereinbaren, ja. Welchen Tag nehmen wir? Dann nehmen wir hier das Verona oder hier vielleicht ein Fall aus den von den Färöerinseln. Ja. Interesse an Mathieu Thuram? Ja, sehr gerne, wenn die genug Kohle zahlen. So, Thuram nochmal anbieten. Aber dann haben wir es ja erstmal erledigt, ne, was die ganzen Verkäufe angeht. Dann bräuchten wir halt einen Linksverteidiger und einen Rechtsaußen. Erstmal, ne?
Also gar nicht mal so viel, muss man sagen. Moment, scout ich überhaupt Linksverteidiger? Nein. Gut, dann soll ich das vielleicht mal machen. Linke Außenverteidiger und sollte halt Stammspieler sein können, ne? Hier sieht man, hier sind ein paar gute, die sogar jung sind. Und da wir halt genug Budget haben, kann man es auch mal versuchen, ne? Dann nehmen wir auch mal so einen krassen. Rechts außen muss jetzt nicht so teuer sein. Wir sind ja dabei, ihn zu scouten. Alles zur KRB. Okay, alle Scouts sind beschäftigt. Okay. Dann machen wir halt nur 3 Stück hier. Okay, wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit, ne? Spielergespräch. Ja, machen wir doch. Der ist doch in der ersten. Oh. So, ist mal nervig, dass man das alles wieder hier auf Niveau bringen muss erstmal, ne? Aber wir haben ja doch schon eingestellt hier. Der Training ist doch drin. Maximale Dauerkarten, Rabatt machen wir mal nur 18%. Ja. Man muss ja auch ein bisschen mehr Kohle rausholen hier, ne? Okay, jetzt also Trainingslager. Da finde ich natürlich die Trainingsbedingungen immer besonders wichtig, ne? Grassau zum Beispiel. Es muss nicht wunderschön dort sein. Ja, La Manga ist schon gut, ne? Aber auch teuer, wobei das ist eigentlich egal. Es muss gut sein. 14 Tage mache ich immer wie gerne. Jungspieler mitnehmen. Beide. Absolut. Let's go. Machen wir so, wie es passt, oder? Das ist mal komisch, nach dem ersten Pflichtspiel erstmal 2 Wochen Trainingslager. Ein Tag bis zum Beginn des Dauerkartenverkaufs. Mal schauen, ob der geringere Rabatt die Fans ein bisschen abschreckt. Wenn es am Ende in etwa dasselbe wird, wie davor, bin ich sogar zufrieden. So, zweite Liga, die haben doch immer zu viel Kohle, muss man sagen, ne? Ist nicht attraktiv genug, dein Ernst? Ach komm, jetzt wollen die nicht mehr so viel zahlen. Wirklich? Wow. Ja, da warte ich ab. Ich werde den nicht für so wenig abgeben. Ich weiß nicht, wie viel ich für den gezahlt habe, ne, aber... Ich glaube mehr als 3, oder? Und dass die so wenig für ihn zahlen wollen, das finde ich schon enttäuschend. Ach, 2,6, okay. Spiele anbieten, trotzdem. So, jetzt haben wir ein Testspiel. Der Harry ist wieder da. Gut, die haben alle keine Fitness. Also eigentlich ist egal, wer spielt. Ne? Trotzdem lasse ich mal die Jüngsten wieder ran. Charlie soll spielen, damit er stärker wird. Hoffentlich bald. Ford kann gut spielen. Okonovo. Können wir gleich mal als DM austesten. Okay, und dann wollte ich noch an der Taktik ein bisschen was ändern hier. Machen wir 7-7. Das soll hier mittelmäßig bleiben. Dribblings natürlich auch machen, wenn man das kann. Ist ja klar. Vor allem, wenn man auch über die Flügel spielen möchte. Ein bisschen. Okay. Dann machen wir jetzt mal das Testspiel.
Das denn mag wieder mit einer Vorlage. Kennt man ja. So, die ganz Platten müssen natürlich raus. Also eigentlich alle. Ach ja, die sollte ich als DM spielen. Oder vielleicht kann man ja... Na, doch, ich mach mal als DM. Eine etwas defensivere Absicherung ist ja auch nicht schlecht. Wenn man die hat natürlich, ne? Minus 14, okay. Hat er jetzt so viel verloren in den spielfreien Wochen oder wie? Ja, alles klar. Laufende Verhandlungen mit... Interesse erloschen. Aber gut, die hatten anscheinend Interesse... Hätte ich irgendwie drauf reagieren müssen? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ne, warum kann ich den nicht anbieten? Zu häufig gemacht oder? Ah ne, ich hätte ihn ja schon angeboten, genau. So. Ich will halt wissen, wie weit er ist. Aber 10,5 ist natürlich krass. Aber 14 Millionen Marktwert ist noch krasser. Nee, so intensiv natürlich nicht mehr. War das gerade auch schon so intensiv eingestellt? Nee, das macht irgendwie hier keinen Sinn, muss man sagen, in England. Das muss alles wieder aufgefrischt werden. Aber so ist das halt. So ist das nun mal. Den werden die nicht kaufen wollen. Vielleicht die Hertha? Okay, die brauchen wirklich einen, ne? Komm, machen wir mal 4 Millionen. Ja, das wird klappen. Ja, 3,8 Millionen. Perfekt. Wir waren geduldig. So muss das sein. Jetzt warten wir nur, bis die Scouting-Ergebnisse dann ein bisschen detaillierter sind. Ne? Fällt mir gerade ein, ich sollte vielleicht mal die Trainingsgruppen mal hier machen. Ne? Nein. Restbudget 20 Millionen Euro, ja super. Dann machen wir vielleicht erstmal hier bei der Infrastruktur. Aber hier kann man auch mal kurz reingucken. Ne? Zustand perfekt. Oder wenn der Zustand super ist. Sie könnten eine solche Tour anbieten, aber so interessant ist Ihr Stadion nicht. Dankeschön. Dankeschön. Okay, nee, erstmal nicht. Das können wir gerne machen. Nee. Drehbahn installieren, diese Bahn bringen 5% mehr Einnahmen, natürlich. Also habe ich schon, alles klar. Clubgelände. Okay, wir müssen wirklich noch eine Etage bauen. Das machen wir direkt mal, sonst vergesse ich das gleich. Ja, unser Restaurant. Büroetage ist ja zum Glück nicht so teuer. Anscheinend kann man nur 7 auf einmal machen. Wo ist denn der Eingang, meine Leute? Meine Güte. So, direkt mal ein bisschen mehr bauen. Hätten wir 400 Personen. Verbessern, ja. Auto, ja, Flugzeug, alles verbessern. Veganes Essen anbieten, machen wir auch, natürlich.
Mehrwegbecher verwenden natürlich. Umrüstung auf Energiesparlampen. Machen wir auch. Ja, das sind jetzt nicht so große Sachen, muss man sagen. So große Investitionen. Und dann hier, genau, Trainer zweiter Mannschaft. Suchen wir mal einen neuen. Ich will überall mal schauen, ob wir mindestens einen mit einem goldenen Stern schaffen. Haben wir einen Jugendtrainer sowieso. Ganz wichtig. Okay, das ist eine interessante Woche, die wir haben werden. Aber die, das könnt ihr euch schon mal wahrscheinlich denken, gibt's dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zugucken. Ciao, tschüss, euer Dento.